Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute koche ich eine rote Bete-Suppe. Und diese Suppe hat noch meine Mama gekocht, meine große Schwester, welche mich großgezogen gekocht, koche ich auch weiter. Vielleicht sind dir noch ein paar Gewürze, werden die anderen dazugegeben. Aber Rezeptur ist immer noch so geblieben wie bei meiner Mama. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich diese Suppe gekocht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Das Gute ist von dieser Suppe, dass bei so einem kalten Wetter wie zum Beispiel heute, dass erwärmt die ganze Seele, die ganze Körper, wird es warm von dieser leckeren Suppe. Und im Sommer, diese Suppe kann man auch kalt essen, wenn es draußen so heiß ist und will man nicht so richtig so eine sättigende Gerichte kochen und essen. Diese Suppe ist auch perfekt. Merkt euch für den Sommer. Für diese leckere Suppe habe ich folgende Zutaten vorbereitet. Rote Bete, rohe rote Bete, nicht gekochte. Möhren, Zwiebel, Kartoffel, Tomatenmark, ein Esslöffel Essig. Wer mag nicht Essig in sein Essen, kann man einfach Fläschchen Essig auf den Tisch stellen und diejenigen, welche mögen mit dem Essig, können sie sich selber einfach in die Teller machen. So machen wir auch manchmal. So, dann habe ich noch von den Tomaten Gewürz, was wir gemacht haben, dann Knoblauch. Ein Loberblatt, Salz und Pfeffer natürlich, zum Einbraten Olivenöl. Und diese Suppe kann man heiß und kalt essen. Wenn ihr jetzt im Winter kocht, wie jetzt, dann natürlich schmeckt diese Suppe mit richtig schöner, kräftiger Fleischbrühe. In meinem Fall heute ist Hühnerbrühe. Wenn es das im Sommer kocht, dann kann man diese Suppe kalt essen. Und tierische Fetten oben werden hart, naja, das schmeckt dann nicht so. Im Sommer bereite ich komplett diese Suppe nur mit Olivenöl. Keine tierische Fette rein und kein Fleisch. Weil wenn er heiß ist und möchtet mal kalte Suppe essen, dann will man auch überhaupt da kein Fleisch drin haben. Und ihr könnt für euch merken, für Sommer einfach mit Olivenöl eine kalte Suppe bei den heißen Tagen und im Winter einfach dazu Fleischbrühe geben, kann man auch Stückchen Fleisch dazu machen, was sie zum Beispiel jetzt gekocht, vielleicht Hähnchenkeule oder sowas. Ja? Alle Zutaten zu diesem Rezept findet ihr wie immer unten in die Beschreibung. Braucht ihr nur auf die Videotitel draufklicken, dann kommt den Text und unten steht Wort mehr. Auf diese Wort mehr, dann die Seite geht nach unten und da könnt ihr alle wichtigen Sachen zu diesem Rezept nachlesen. So, aber jetzt gehen wir ins Herd und fangen wir unsere Suppe zu kochen. Wir fangen damit, dass wir stellen ein Töpfchen und schaut selber, für wie viele Personen natürlich ihr kocht. Und geben wir Olivenöl. Wenn ich jetzt es koche zum Anbraten, ungefähr nehme ich schon wahrscheinlich so 30 bis 40 Milliliter Öl. Wenn ich im Sommer koche, dann nehme ich etwas mehr Öl, weil wir nehmen dann keine Fleischbrühe. So, werden wir es mal heiß machen. So, schauen wir, ob das Fett ist schon heiß. Ja. Geben wir erstmal den Zwiebel rein. Und lassen wir den Zwiebel etwas anrösten, dass er auch seine schöne Röstaroma bekommt. So, den Zwiebel riecht schön. Es fängt auch schon da am Boden anrösten. Können wir jetzt unsere Tomatenmark dazu geben. Ich habe ungefähr so 2 Esslöffel genommen. Und braten wir so ungefähr eine Minute weiter noch mit dem Tomatenmark. In osteuropäischer Küche wird Tomatenmark sehr oft bei den Suppen verwendet. Schon wegen Aroma, aber auch wegen schöner Farbe meistens. Ob das ist Borsch oder egal welche Suppe wird gemacht, das mal ein bisschen freundlicher machen, macht man Tomatenmark. So, kurz angebraten,
Dann können wir jetzt eine Kartoffel reinmachen. Kartoffel habe ich ziemlich in kleinere Würfel geschnitten, dass so auf dem Teller ein bisschen schöner alles aussieht. So, und gut rühren. Und hinterher kann man auch schon gleich die rote Beete dazu geben. Rote Beete habe ich in so eine Streifchen gemacht. Es kann man oder in kleine Würfelchen schneiden oder grob reiben. Ich mache es jetzt mit meiner Mulinette, mit so einer mittleren Reibe. Und dann sieht es alles wirklich sehr schön. So, geben wir jetzt unsere rote Beete rein. Rühren. Und so kurz Gemüse anbraten. So mal 2-3 Minuten. Muss ich aber immer wieder umrühren, dass unten nicht anbrennt. Nur mal 2 Minuten. Entschuldigung, liebe Freunde, ich habe gar nichts gemerkt, dass meine Kamera ausgegangen. Ich habe jetzt schon Möhren und Knoblauch reingegeben. Und jetzt werden wir alles schön umrühren. Duftet richtig gut. Und dann können wir schon jetzt unsere Brühe zufügen. Und geben Sie so viel Brühe oder Wasser, dass diese Konsistenz von der Suppe euch gefällt. Ja, eine mögen ziemlich dicke Suppe, die andere dünne Suppe. Deswegen gebt ihr die Flüssigkeit so viel, wie ist euer Geschmack. Es kann man natürlich einfach nur Wasser nehmen, ein Esslöffel Gemüsebrühe auflösen und dazu geben. Geht auch, wenn ihr zum Beispiel kein Fleisch mögt. Jetzt können wir es auch anwürzen. Geben wir dazu Salz. Liebe Freunde, alles nach Geschmack. Dann gebe ich ein Lorbeerblatt dazu. Auch schon gleich mit Pfeffer, bisschen Würze. Und gebe auch ein Teelöffel von meinem Tomatengewürz. Alles umrühren. Jetzt werden wir so lange kochen, dass unsere Gemüse, besonders Kartoffel, gar ist. Deckel drauf und lassen wir es köcheln. So, meine Lieben, es sind ungefähr so 15 Minuten vergangen und wir können schon unsere Suppe fertigstellen. Erstmal holen wir den Lorbeerblatt. Ist ein bisschen zu groß für diese Menge. Da muss man aufpassen, vielleicht schon in der Mitte von Kochen rausnehmen, dass er nicht so ein bisschen bitter wird. So, unser Suppchen köcheln, probieren nach Salz, nach Pfeffer und dann natürlich abschmecken. Salz ist gut, aber ein bisschen Würze fehlt. Und da gebe ich noch gerne auch Chili-Cayenne-Pfeffer. Das ist so ein Mix. Und wie gesagt, wenn ihr das mögt, könnt ihr auch ein Esslöffel, ich nehme ein Apfelessig, Essig dazu geben. Wenn nicht, einfach an den Tisch stehen. Umrühren. Und als letztes Kräuter dazu geben. Und Kräuter kann man wirklich viel dazu geben. Meistens nimmt man Dill dazu, aber nicht jede Dill mag. Kann man auch mixen, Dill und Petersilie. Und da kann man schon an den Tisch gehen und unsere Suppe servieren. Nochmal probieren. Perfekt. So, meine Lieben, jetzt können wir unsere Suppe servieren. Die schöne rote Farbe. Nicht zu dick und nicht zu dünn. So mag ich das. Und durch das geriebene Gemüse, die Suppe wirklich sieht ganz toll aus. Serviert wird es mit Schmand oder Creme fraiche. Voilà. So sieht unsere Suppe aus. Und es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Jetzt im Winter, bei so einer kalten Tage, da erwärmt ihr die ganze Seele. Und da sind die so viele Vitamine auch von unserem Gemüse. Egal, ob die gekocht sind. Und da werden die viele auch sagen, ach, der gekochte, der hat schon keine Vitamine. Doch, es bleibt schon was übrig. Natürlich kann man auch aus diesem Gemüse, zum Beispiel Möhren, rote Beete und dazu noch einen Apfel machen, einfach einen Rohkostsalat machen. Dann ist das noch gesünder. Aber es möchte man gerne im Winter auch was ganz Warmes, ganz Heißes bei so einem kalten Wetter. Und diese Suppe ist genau perfekt. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Einen guten Appetit wünsche ich euch danach. Ich würde mich sehr freuen über euren Kommentar. Wie kocht ihr eure rote Beete Suppe?
So hat meine Mama noch gekocht, so koche ich auch. Vielleicht nur mal ein paar Gewürze, die andere kommt, aber die ganze Vorhang, wie wird diese Suppe gekocht, ist immer noch in die Familie geblieben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, einen guten Appetit danach. Bleiben Sie gesund, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!